Persönlich, wir sind da wieder beim SVR, beim ersten Heimspiel im Untertal gegen Triam. Und wir haben da den Starspieler Neuer Pizza bei uns. 5 Minuten vor dem Spiel, schon nervös? Nein, nicht nervös. Gut aufgewärmt haben wir. Also wir sind fit eigentlich alle miteinander. Ich glaube, das kann ein schönes Spiel werden heute. Und wie sind die taktischen Anweisungen vom Trainer? Ja, also früher stören, draufgehen auf den Ball, unser Spiel spielen. Ich sehe gar nicht viel, ein Spiel können wir lassen und schauen, dass wir gleich mal da schießen, war gut. Und welche Position spielst du heute? Links im Mittelfeld, wie die letzten Mal auch schon, weil das passt recht gut, meine ich, für mich. Und dein Tipp, wie das Spiel ausgeht? Ja, ich hoffe schon, dass wir es gewinnen, aber ich sage so 3-0 war ideal. Okay, danke. Ja, danke auch. Hallo, wir haben da heute den Roger Gerhardt im Interview. Er war heute Man of the Match, hat das erste Tor eingeleitet. Und wie war das eigentlich? Wir am Anfang war es eigentlich noch nicht so gut. Und durch dank dein Tor ist es eigentlich besser geworden. Und was habt ihr dann anders gemacht eigentlich? Ja, anders gemacht. Ich glaube, das Tor hat uns gut da. Wir haben in der ersten Halbzeit auch schon auf einen Tag gespielt. Wir sind halt nicht so aufgegangen. Also kämpferisch hat es passt, nur irgendwie der letzte Abschluss hat halt gefeiert. Es ist brutal schwach da auf so einem kleinen Platz. Ich meine, da ist eine gute Mannschaft, kämpferisch. Und ja, das da hat jetzt natürlich ein bisschen eine Befreiung gegeben und dann ist es ein bisschen leichter gegangen. Hallo! Hallo, jetzt geht's, zweite. Ja, aber genau, sag ich auch. Arbeit, jetzt passt er.
Wiederholung haben die da geschrieben. Dann ist natürlich noch besser gewesen, sage ich jetzt aber. Und dann ist es immer leichter, aber obwohl dass wir 500%ige noch verschossen haben, hätten wir rausgehen können. Hey. Zweite Chance, was war da eigentlich? Ja, das war nichts. Ja, da haben wir ein bisschen das. Es war ein Ding am Fünfer und die Kima halt und der Norbert wollte auch schießen und ich will schießen. Da waren wir so ein bisschen uneins und dann haben wir zwei, drei Meter ein bisschen drüber. Ein bisschen daneben gehabt, ja. Kann vorkommen. Keine Sachen, was man sagen soll. Ja, Gott sei Dank, dass wir gewonnen haben. Das war ganz wichtig. Jetzt haben wir zwei Punkte hinter Haus, die haben heute auch wieder gewonnen. Wir schauen da jetzt nicht viel Spiel, wir haben nicht schlecht zusammengespielt. Beim Abschluss fällt es halt noch wohl ein bisschen, aber das passt schon. Weißt du, wir haben da einen Martin Gerhardt da. Beim letzten Spiel hast du ja weiter. Wie geht's dir heute? Ja, wie geht's mir? Den Umständen entsprechend. Nein, es geht schon wieder. Laufen kann ich, also, aber... Und wie kommt dir das Vieh, wenn du zuschaust? Ja, das ja, schon. Weil es war schon gut gewesen, da spielen ein bisschen. Gell, jetzt, wo es wieder ein bisschen mit dem Schwung eingeht. Aber ja, ist halt nicht so. Grüß euch, wir sind da wieder beim SVR. Wir haben da einen Ex-Spieler von Ramos in Kali bei uns. Was sagst du zu dem Spiel? Naja, sie haben sich schwerer gemacht, wie es eigentlich notwendig gewesen war. Muss ich sagen, obwohl man ja auch bei Barcelona gesehen hat, wie schwierig ist, wenn man nur mauert. Nachher ist es halt schwer, dass man da schießen kann. Leider ist der Kramer Werner nicht in Form, hat man gesehen.
der hätte mehrere Chancen gehabt und nachher war es halt vielleicht leichter gegangen, dass den Sieg, der was ja letztendlich auch jetzt bestätigt ist mit den 2-1, einfach leichter über die Bühne gegangen war. Und du als Goliator von Ramos, Feldramos, der Stürmer? Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, das ist nur eine Frage, das ist nur Formsache. Schau, das war bei mir auch das Gleiche. Wenn du nicht in Form bist, dann weißt du nicht, warum man so weit vorbeigeht. Und wenn du gut in Form bist, dann weißt du nicht, wieso dass er so weit reingeht. Ich glaube, dass Ramos nach wie vor eine gute Chance hat. Das ist noch nicht die letzte Runde und ich glaube, dass die Hauser auch noch federn lassen werden. Und hoffe inständig, dass Ramos dann am Ende der Meisterschaft dann sich Meister nehmen kann. Und du sagst, wie geht die Meisterschaft aus? Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, dass sie Haus noch anhalten kann. Ramos wird ein bisschen in Form. Wir wissen es, in der frühen Saison ist es ein bisschen schwierig, dann die meisten noch die Skischuhe haben. Aber es wird ein bisschen Zeit haben beim Dorschessen, aber ich glaube, dass das verschmutzte Spiel ist. Okay, passt. Danke. Dankeschön, super. Glaubst du, schafft es, dass die Meisterschaft bockt? Ich würde mir da nicht viel Hoffnung machen. Wir denken von Spiel zu Spiel. Schauen, dass wir alles gewinnen und. Wenn es sein soll, soll es sein und wenn nicht, dann halt nicht. Die Meisterschaft? Boah, schwer. Also ich glaube jetzt, wenn wir die Leistung anknüpfen, ein bisschen mehr Glück noch im Abschluss haben, ein bisschen kaltschnäuziger Fall da sein und jetzt wieder alles gewinnen, dann können wir auf jeden Fall am meisten mitspielen. Ich glaube, das wird schwierig, aber wenn es so weitergeht, irgendwann wird Haus umfallen. Danke.